Okay, wir machen das ohne Folien. Wir machen das ohne Folien. Das ist doch ganz einfach. Sie müssen sich, wir versuchen es, dass es nur noch ganz wenige Fakten sind, die Sie sich merken müssen. Der E-Learning-Förderfonds ist gerichtet an Fachbereichsaktivitäten zur Beförderung der Lehre durch digitale Medienmethoden. Angefangen hat das Ganze 2006. Ich habe noch mal nachgefragt beim Professor Krömker, weil das ist schon so lange her, man erinnert sich kaum noch. Seit 2006 gibt es immer eine jährliche Ausschreibung. Wir haben das, glaube ich, früher E-Learning Award genannt. Das waren zweimal haben wir das gemacht. Dann daneben gibt es seit 2008 quasi so ein kleines bisschen als Konkurrenzveranstaltung gedacht. Ne? So ein ganz kleines bisschen den studentischen E-Learning-Förderfonds, den wir seinerzeit auflegen konnten, weil Studium Digitale einen schönen hochpreisigen Preis gewonnen hat. Wir hatten 100.000 Euro Spielgeld und haben gesagt, das schreiben wir jetzt mal aus für studentische E-Learning-Förderfonds. Förderprojekte. Und das hat doch so viel Aufsehen und aber auch Produktives gebracht, dass nachher die Fachbereiche selber gesagt haben, nicht alle, aber einige, na, auf die Idee hätten wir jetzt auch mal kommen können, was da die Studierenden gemacht haben. Und das fand das Präsidium auch. Und seitdem gibt es auch immer den studentischen E-Learning-Förderfonds. Vielleicht magst du noch mal kurz was sagen, wie das dann zustande kommt, wann man das Geld, es waren ja ein oder zwei Stimmen, die sagten, oh, vielleicht will ich ja, wie komme ich an das Geld? Wie kommen Sie an das Geld? Also ausgeschrieben wird der E-Learning-Förderfonds, genauso wie die studentische E-Learning-Förderung, jeweils einmal im Jahr. Und insgesamt sind immer so zwischen 110.000 und 120.000 Euro im Topf. Und die teilen sich in der Regel ganz geschwisterlich auf zwischen diesen beiden Förderlinien. Meistens bekommen der E-Learning-Förderfonds etwas mehr, weil es auch mehr Anträge seitens der Lehrenden gibt. Aber vielleicht toppen die Studierenden das ja auch irgendwann und kommen dann entsprechend da mehr Gelder raus. Also wie gesagt, einmal im Jahr hat man immer die Gelegenheit. Im nächsten Jahr, jetzt Anfang nächsten Jahres, wird die nächste Ausschreibung kommen. Und dann haben Sie die Gelegenheit, sozusagen wieder einen Antrag zu stellen. Und der wird dann entsprechend begutachtet durch einen Gutachterkreis, der sich hier aus ExpertInnen aus der Goethe-Universität zusammensetzt, aus unterschiedlichsten Fachbereichen oder eben auch Serviceeinrichtungen hier aus der Uni. Und daraus entsteht letztendlich eine Förderempfehlung, die dann von einer Jury nochmal diskutiert, besprochen und schlussendlich verabschiedet wird. Dann haben Sie ein Jahr Zeit, das ist immer ein Jahr, ist die Laufzeit vom E-Learning-Förderfonds, Ihr Projekt umzusetzen. Und können dabei selbstverständlich auf die Unterstützung von Studium Digitale zurückgreifen und sich jederzeit an uns wenden, können unsere Veranstaltungen besuchen, können auch zu uns in die Beratung kommen. Und wir helfen sowohl konzeptionell als auch inhaltlich und auch technisch bei der Umsetzung. Genau, so viel zum E-Learning-Förderfonds und zur Self-Förderung. Und damit das Ganze jetzt auch ein bisschen griffiger wird, öffnen wir da die Tür. Sie gehen geradeaus durch. Sie gucken nicht links auf die Sweetie Bar, Sie gucken auch nicht auf das Café, sondern Sie gehen geradeaus durch in 1811 und da erwarten Sie die ersten Projekte. Wir werden uns nach einer Stunde wieder drüben melden, weil damit erst noch mal eine kurze Wechsel sein und dann geht es da weiter. Von daher, auf geht's. Herr Preyer, Sie dürfen die Tür ruhig schon auflassen. Wir bewegen uns nach 1811.